Aufgabe B1.3. Bestätigen Sie durch Rechnung, dass für den Flächeninhalt A der Dreiecke ANBNC in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte BN gilt. AX ist gleich 0,75x² minus 3x Flächeneinheiten. Wir sollen den Flächeninhalt der Dreiecke ANBNC in Abhängigkeit von BN berechnen. Es gibt drei Flächenformeln für Dreiecke. Schauen wir uns mit Hilfe der Zeichnung an, welche hier am sinnvollsten wäre. Eine Flächenformel arbeitet mit Sinus eines Winkels. Da hier aber kein Winkel bekannt ist, können wir diese Formel nicht ansetzen. Eine Formel wäre über die Berechnung der Determinante. Dafür bräuchten wir alle drei Punktkoordinaten. Wir kennen aber nur BN und C. AN ließe sich zwar aufstellen, wäre aber unnötige Arbeit. Also bleibt die letzte Formel übrig mit a ist 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Wir schauen uns das Dreieck an. Liegt eine der Seiten des Dreiecks parallel zu einer Achse, also zur x- oder zur y-Achse? Wenn ja, wählen wir das als Grundseite. Wir sehen, die Strecke a1b1 oder im allgemeinen Fall anbn liegt parallel zur x-Achse. Also wählen wir an als Grundseite. ANBN. Und wir wissen auch aus der Aufgabe, ANBN ist 6 Längeneinheiten lang. Die Höhe liegt immer senkrecht zur Grundseite. Damit liegt die Höhe auch automatisch parallel zur Y-Achse. Müssen wir noch die Länge dieser Höhe berechnen. Dafür muss man wissen, liegt eine Strecke parallel zur x-Achse, interessieren uns nur die x-Koordinaten der Punkte, um die Länge der Strecke zu berechnen. Liegt eine Strecke parallel zur y-Achse, interessieren uns nur die y-Koordinaten der Punkte. Der Punkt C hatte die Koordinaten 4, 7 und brauchen wir hier noch diesen kleinen Schnittpunkt, nenne ich den jetzt mal H1. Und wie gerade gesagt, es interessieren uns nur die y-Koordinaten. Das heißt hier die 7 und die y-Koordinate von Punkt H1. Wenn wir jetzt mal anschauen, die y-Koordinate von H1, also der y-Wert von H1, ist genau der gleiche wie der von B1, beziehungsweise die y-Koordinate von Hn ist genau der gleiche wie von Bn. Und damit können wir dann unsere Höhe berechnen. Also nochmal aufgeschrieben, die Höhe lässt sich berechnen aus y-Koordinate von Punkt C minus y-Koordinate von Punkt H1 und das ist genau das gleiche wie y-Koordinate von C minus y-Koordinate von Bn. Okay, schreiben wir das alles nochmal bei der Aufgabe auf. C hat die Koordinaten 4, 7. Bn war x minus 0,25x² plus x plus 7. Die Höhe lässt sich berechnen aus y-Koordinate C minus y-Koordinate von Bn und das ist gleich 7 minus, Klammer auf, minus 0,75, minus 0,25x² plus x plus 7. Muss noch vereinfacht werden. Wir lösen erst die negative Klammer auf. Minus mal Minus gibt Plus. Minus mal Plus gibt Minus. Und Minus mal Plus gibt Minus. Fassen noch einmal zusammen. 7 minus 7 ist 0, also bleibt übrig 0,25x² minus x. Das ist also die Höhe. Müssen wir nur noch in unsere Flächenformel einsetzen. 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Die Grundseite war wie gesagt die Strecke ANBN.
Und ANBN war 6 Längeneinheiten lang. Die Höhe war 0,25x² minus x. Hier in diesem Fall die Klammer nicht vergessen, da wir sonst eine Verletzung hätten zwischen Punkt V Strich. Da wir einen Flächeninhalt berechnen, wird das Ganze auch dann Flächeneinheiten sein. Rechnen wir noch aus, 1,5 mal 6 sind 3. Und jetzt noch die Klammer auflösen. 3 mal 0,25x² sind 0,75x² minus 3 mal x. Flächeneinheiten.